Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamHG Drive. Und ja, ich denke, wir werden heute nochmal wunderschön unseren 1400 PS 200 Brakes ausprobieren. Da fehlt mir kurz der Name. Und dafür würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Jungle Rock Island. Da haben wir nämlich sehr viele Kurven. Und da gucken wir mal, ob wir den darauf überhaupt halbwegs kontrollieren können oder ob wir da einfach miserabel failen werden und gegen jeden zweiten Baum crashen. Wahlweise auch jeden dritten. Ändert am Gesamtresultat dann aber nicht so viel. Komm, nearly done, finde ich gut. So, gut, dann wollen wir hier mal auf den 1000, wie fährt er jetzt eigentlich? 1000 oder 4400? Wenn nett, wenn du es mal sagen könntest. Oh, nein, das war nicht so gedacht. So. Klick, replace. So. Das ist jetzt aber nicht, ne? Irgendwie ab und zu verstehe noch nicht ganz, wie es funktioniert. Wie? Nein. 1000. Charcoal. Burgundi nehmen wir selten bei dem. Das muss jetzt sein, oder? Ja. Perfekt. Gut. Boah. Das wird auf jeden Fall sehr schwer, den Sack zu kontrollieren. Oh Gott. Haben wir ihn auch irgendwo schon beschädigt? Vorne links, oder? Boah. Hinten reißen wir es jetzt ab. Nein, ich stehe seit Krachen, oh Gott. Rad ist schon beschädigt. Hey, noch fahren wir. Nicht mehr. Ah, sind irgendwo in die Büsche, sind jetzt ein paar Teile geflogen. Warte, machen wir die Bumper mal ab. Oder, der ist höher, ne? Das ist vielleicht eine gute Idee. Höhere Bumper zu nehmen. Macht natürlich den Dings ein bisschen kaputt, den, oh, Airflow. Oh, Schild. Aber dafür knallen die nicht unten auf und blockieren dann keine Räder oder sonstiges. Muss echt nur kurz Gas geben, ich gebe Gas und sofort haut der Wagen uns irgendwo gegen. Okay, das wird eine crashreiche Folge, das höre ich jetzt schon. Eine sehr crashreiche Folge. Wenn ich nur antippe, könnte ich den Wagen relativ niedrig halten. Dann würde ich genau diese Einsätze verhindern. Jetzt machen wir es einmal kurz, weil wir eine gerade Strecke haben. Da haben wir den Wagen kriegen gehauen, aber er lenkt noch. Oh, jetzt aber gleich nicht mehr. Oh, verdammt. Holy fuck. Der Wagen ist so Schrott. Geht's hinter uns? Wir können ja hinter uns lang fahren. Oder fahren wir einfach mal hier weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren. Oh, nein, nein, nein. In den Graben. So. Wieder oben. Mit einem kaputten Auto. Ey! Der Tunnel! Wir sind im Tunnel! Finde ich gut. Oh. Aber jetzt mit 160 km/h in den Tunnel zu crashen ist auch nicht so nett. Wisst ihr was? Wir wechseln einfach doch lieber den Wagen. Ist zwar lustig, aber um ehrlich zu sein, das bringt nicht viel. Vor allem, wir haben die Map ja auch noch nicht ganz erkundet, also da kann man ja auch nochmal ein bisschen was machen. Ja, das sieht in Lime Green, sieht aber auch ziemlich sexy aus, der Twin Peaks. Wollen wir mal so eine mal Richtung fahren mit dem Sunburst. So, den kann ich wenigstens kontrollieren. Halbwegs. Ich muss das halbwegs sagen, sonst hätte sofort, weil ich es gesagt habe, wir werden sofort gecrashed. So, das geht doch schon mal. 150 km/h. Hier mussten wir ein bisschen den Graben nutzen, sonst wären wir in die Bäume auf der rechten Seite gecrashed. Oh, ich weiß nicht ganz, wo es lang ging. Schaffen wir aber, oder? Oh, oh. Überschlag. Aber ging gut aus. Also wenn wir den Wagen drehen, kann man da nicht drehen. Da hätten wir das auch super geschafft. Also da hätte man noch weiterfahren können. Hier links geht es so schön an der Küste weiter sozusagen. Mal einen Drift machen. Naja, so schön war der jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Au! Komm, rückwärts, bremsen, vorwärts und go. Oh, wir haben eine Tür hinten links ein bisschen kaputt gemacht. Und er lenkt irgendwie
auch nicht mehr richtig, der Wagen. Ja, vorne links ist er leicht kaputt. Oder ist eins der hinteren Räder Schrott? Das hinten rechts könnte ein bisschen verbogen sein. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen nach innen gebogen. Nach innen unten. So. Oh, verdammt. Puh. Das schrottet uns natürlich komplett den Wagen. Handbremse ist angezogen. Lassen wir ihn hochdrehen. Komm, schalt ins Bettengang. Danke. Go. Es gab natürlich keinen schnellen Start, da wir im zweiten Gang direkt waren und sofort, also in der niedrigen Drehzahl. Oh, Gas, 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 Gas. Oh, oh, nein. Oh, oh. Komm, retten wir den Wagen. Hey, fast auch noch geil eingepackt. Okay, können wir noch weiterfahren? Ich glaube nicht. Also, nicht richtig. Wir können weiterfahren, natürlich. Dürfte irgendwo hinlenken, glaube ich. Ja, er lenkt ziemlich stark nach links. Aber das kann uns ja auch ab und zu behilflich sein, sogar. Hier zum Beispiel aber nicht. Oh. Oh. Komm. Nein, Rad blockiert, das bringt es nicht mehr. Da muss ich den Wagen reloaden. Sorry, sonst wäre wir damit 15 km/h weitergefahren. Ich glaube, das findet ihr jetzt auch nicht so interessant. Ich hätte vielleicht auf die Straße kommen sollen. Geht's da irgendwo rein? Nö, schade. So. Und jetzt hier. Oh, nein, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aua, aua, aua. Okay, ja. Fährt er eigentlich noch? Nicht mehr so gut, oder? Na, wobei. Na, könnte noch relativ gut eigentlich fahren. Jetzt müssen wir noch hochkommen. Reloaden wir den einfach mal hier. Nee, der Wagen bringt es nicht mehr. Um ehrlich zu sein, der ist schlott. So, gut, komm. Jetzt ein bisschen Gas geben, hier ein bisschen Power nochmal. In den letzten Minuten dieser Folge. Hier ein bisschen abbremsen. So, schön mit 100 durch die Kurve gefahren. Oh. So, das haben wir das übergerettet. Haben nur ein bisschen eine Front verloren, aber sonst fahren tut immer noch perfekt. Gibt es einen kleinen Jump, oder? Nee. Bremsen. Handbremse und. Na, zu früh rübergezogen. Schon wieder gerettet. Geht doch. Das klappt doch gerade. So. Handbremse. Zu früh. Ja, aber der Wagen ist einfach natürlich nicht für, auch fürs Driften. Der ist natürlich auch nicht fürs Driften gedacht, der Wagen. So, jetzt hier links rein. Ah, müssen wir den Notausstieg hier nehmen. Oh, der uns aber auch nicht gerade herzlich begrüßt, weil er uns gleich hinten mal trifft. Fahren wir mit der Rennversion. Oh, oh, aufpassen, Brücke ohne Seite. Oh. Oh. Ja, okay. Aber er fährt noch. Erstmal gleich nochmal gegen was fahren, damit er am Ende doch gar nicht mehr fährt. Was ist seine Rad hin? Oh, ist aber komplett verloren, oder? Oh, irgendwo hinten liegt es wahrscheinlich gerade. Na, wir kommen, glaube ich, nicht mehr hoch. Müssen wir uns reloaden? Ah, das fährt zum Glück gar nicht hoch. Komm. So, komm. Jetzt ist er wieder. Ah, ein Rad fehlt und jetzt kann das nicht mehr erfassen, der Tacho, wie schnell wir fahren. Interessant. So. Hier nochmal schön durchheizen.
Aufpassen, Baum. So viel dazu. Hier rechts rein. Nein, nicht gegen links geht die Bäume. Danke. Oh, auch nicht rechts geht die Bäume. Fast überschlagen. Oh, wir haben hässliche Beule in unserer, in unserem Wagen. In unserem Rad, der rechts sieht ihr es. Zwei sind eine Delle und ist auch schräg vorne rechts. So. Kann trotzdem nur 70 fahren. Offroad, aber jetzt crashen wir. Naja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich dann auch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und oder unten in der Beschreibung. Mir zum Beispiel auf Twitter folgt oder so. Ich, keine Ahnung, was. Ich wollte da eigentlich irgendwas sagen, aber dann habe ich auch so den unten in der Beschreibung gesagt, wollte es nicht verbessern. Jedenfalls, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Squirrel und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. GCG. Ciao.